Herzlich willkommen, liebe Freunde, und wieder bei einer Folge von Klartext. Heute zu dem Thema Zukunft. Was denken wir, was erwartet oder was kann Tommy von der Zukunft erwarten? Wie hat er sich entwickelt bis jetzt? Was sind seine Fortschritte? Und was denken wir, wie es für ihn weitergeht? Ja, wir haben da unsere eigenen Gedanken dazu. Ihr habt bestimmt auch eure Gedanken, eure Sorgen, eure Ängste. Man kann die immer so schwer teilen mit irgendjemandem, ne, weil es kaum jemand versteht. Aber heute wollen wir mal darüber sprechen. Und dazu bekommt ihr aktuelle Bilder von heute, von toller Natur, 22 Grad. Es war ein bisschen windig, aber das hat eine tolle Atmosphäre geschaffen. Und sieht auf den Bildern ganz toll aus. Ne? Ja, und deswegen haben die Bilder auch keinen Ton, weil das wäre ein Dauerrauschen bei dem starken Wind. Genießt die Folge und ihr könnt gespannt sein. Wir erwähnen am Ende wieder ein, zwei Personen. Mal sehen, wer es diesmal wird. Ne? Also bleibt dran. Bei den Gedanken über die Zukunft kommen uns Ängste auf. Das kennt ihr. Und nicht nur Ängste, weil wir in einer ganz komischen Zeit leben, weil wir in so viel Veränderung leben und weil wir in so einer Unsicherheit leben, sondern auch in Bezug auf unsere Kinder. Und wir sprechen heute mal über unsere Kinder, nicht über unsere Kinder, über unsere Große brauchen wir uns nicht so viele Gedanken machen. Aber um unseren kleinen Tommy, unseren kleinen Autisten. Und ja, das ist nicht einfach. Aber ich kann es vorab nehmen, für uns eigentlich voller Zuversicht. Zuversicht deswegen, weil wir an seiner Seite sind. Und da sind wir bedingungslos. Und das solltet ihr auch sein. Weil die einzigen Personen, die unser Kind in seinem Leben hat, so ein Autist vertraut nicht jedem. So ein Autist braucht Zeit, um zu vertrauen. Und uns, gerade auch Anna, die hat sein Vertrauen. Ne? Bedingungslos. Und das zeigt er uns auch. Er würde mit ihr oder mit uns durch dick und dünn gehen. Ne? Tommy hat Ängste. Bei ihm, das wechselt. Aber momentan hat er zum Beispiel Angst, in einem riesengroßen Supermarkt, wo viele Menschen sind, in einer Bahnhofshalle oder ja, in einer Messehalle, da wo viele Menschen sind oder wo erdrückende Gebäude, ne, riesengroße Gebäude, die ganz mächtig sind, dann wird er langsamer, man merkt, dass er fester an der Hand greift, dass er näher rückt und dass er komisch guckt, das beängstigt ihn. Ne? Aber er bleibt nicht stehen, er geht weiter, weil er weiß, wir sind an seiner Seite. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass er euren Kindern dieses Gefühl gibt. Ne? Und ihnen zeigt, das ist jetzt nicht gefährlich, das machen wir auch. Und du wirst sehen, es wird für dich auch nicht gefährlich sein. Ne? Die Autisten, die brauchen diese Sicherheit. Und die brauchen Leute an der Seite, die ihm diese Sicherheit geben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir können nur für Tommy sprechen. Erkennen Sie die wahren Gefahren kaum. Der Tommy sieht ein Auto oder eine Straße oder eine Straßenbahn oder Feuer nicht als Gefahr. Und deswegen ist es auch wieder ganz wichtig, dass wir an der Seite stehen und in jedem Moment eingreifen können und Gefahren vorab aus dem Weg räumen.
Auf der anderen Seite ist es wieder ganz, 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 ganz wichtig, dass wir die Kinder auch freilassen, ne? Dass wir denen Freiraum geben, dass wir dem das Gefühl geben, hey, guck mal, schau mal, was du hier tun kannst, schau mal, was du entdecken kannst. Und das seht ihr jetzt auch auf unseren Bildern von heute. Wir waren wieder an einem Platz, wo er den Freiraum nutzen konnte. Es war alles überschaubar. Es gab keine Gefahren. Ja, Wasser ist eine Gefahr. Ja, aber was passiert, wenn er reinrennt? Wir rennen hinterher. Und das war flaches Wasser dort. Da ist er halt mal nass. Ne? Und das hatten wir auch schon. Das war auch im April, wo er in Klamotten da reingerannt ist ins Wasser. Ja, dann ist das nun mal so. Aber es sind jetzt keine Gefahren. Aber heute wieder, er ist wieder die Hälfte der Strecke ohne Hand gelaufen, konnte die Welt erkunden und hat sowas von gestrahlt. Auch jetzt im Auto, der hat gestrahlt, der hat sich gefreut, hat seine Stöcke gesucht. Und das ist einfach nur schön zu beobachten. Und ihr werdet merken, die Kinder entwickeln sich dann viel, viel, viel schneller als in jeder Schule, bei irgendwelchen Therapeuten. Also das sind unsere Erfahrungen. Ne? Gebt den Kindern Freiraum. So, haben wir jetzt Angst vor der Zukunft? Tja, in so einigen Dingen mit Sicherheit. Aber nicht in Bezug auf Tommy. In Bezug auf Tommy ist die einzige Angst, die wir haben, was passiert, wenn wir mal nicht mehr da sind. Aber solange wir da sind und Anna ist topfit, ne? Also solange wir da sind, haben wir keine Angst vor der Zukunft. Ja, was soll denn passieren? Was ist denn mit Tommy? Ist Tommy für uns krank? Nee, Tommy ist nicht krank. Er ist einfach nur anders, anders als wir. Und wenn er sprechen könnte, würde er wahrscheinlich sagen, ja, was wollt ihr denn ständig? Wieso wollt ihr denn, dass ich spreche? Wieso wollt ihr denn, dass ich das und dies und jenes mache? Wieso wollt ihr denn, dass ich jetzt ohne Taschenrechner rechne oder schreibe? Tja, das würde er uns wahrscheinlich fragen. Wir sind davon überzeugt, dass der Tommy ein ganz glückliches, gesundes Leben hat. Der Junge ist gesund. Überlegt doch einfach mal. Guckt euch mal Kinder an. Ihr kennt es wahrscheinlich von euren Kindern aus der Schule, was da für Schicksale rumlaufen. Ne? Kinder, die pausenlos nur an die Decke starren. Die von ihren Gliedmaßen so eingeschränkt sind. Die im Kopf so extrem eingeschränkt sind, dass normales Leben, aber auch vom Kopf her, man kann es gar nicht beschreiben. Ne? Und vergleicht doch einfach mal, was mit unseren Kindern ist, was mit unseren Autisten ist. Die sind einfach nur anders. Die sind anders. Klar gibt es auch Autisten, die, wo das Leben mit denen schwieriger ist. Aber das kann sich ja auch ganz schnell wieder ändern. Der Tommy hat auch seine Phasen gehabt. Er hatte Phasen, wo er mit dem Kopf gegen die Wand gegangen ist ständig. Wo er ganz laut war und komische Laute von sich gegeben hat. Er gibt jetzt auch noch Laute von sich, aber keine komischen. Er sagt, Necker! Naja, dann ist das nun mal so. Das ist nicht schlimm, er fällt jetzt nicht auf. Ne? Ja, aber überlegt euch das einfach mal. Die Kinder sind einfach nur anders. Und so wie wir, die Wege, die wir jetzt gehen, die ihr verfolgen könnt auf unserem Kanal, die erleichtern es uns und geben Tommy das Leben, was er braucht. Und die Bedürfnisse, die könnt ihr ja euren Kindern ablesen. Die seht ihr bei euren Kindern. Was haben sie für Bedürfnisse? Und die mögen für uns manchmal komisch sein, ne? Der Tommy hat jetzt das Bedürfnis, sich irgendwo, er rennt hin und her, sucht Stöcke, betet mit den Stöcken, dann fliegen die irgendwo aufs Dach. Ja, er braucht das. Das ist doch sein Bedürfnis. Da brauchen wir uns doch kein Urteil darüber bilden. Wenn er jetzt einen Stein nimmt und das Bedürfnis hat, eine Scheibe einzuschlagen jeden Tag, dann ist es natürlich was anderes.
aber einen Stock wedeln oder mit seiner Schlange. Ne? Oder vor einem Jahr hat er die Stühle immer gerade gerückt. Ja, dann ist das so. Oder die Türen geschlossen. Die Türen werden auch jetzt noch geschlossen. Ist doch ordentlich. Aber Angst vor der Zukunft haben wir in Bezug auf Tommy gar keine. Was kann denn passieren? Ne? Es kann schlechter werden, dass es in sein, naja, wie sage ich denn jetzt, also dass er schlechter zu handeln ist, also wie jetzt bei uns zu Hause. Ne? Er war die Woche jetzt wieder erst um 5 eingeschlafen. Passiert uns im Camper überhaupt nicht. Ne? Das kann sich natürlich auch ändern. Es kann schlechter werden, ne? Dass so ein Camper dann auch nicht mehr schläft. Nee, dann schlafen halt tagsüber. Muss halt so gehen. Jana ist so und so zu Hause für einen Tommy. Ja, aber wir sehen eigentlich, dass es bei ihm besser wird. Und vielleicht spricht er irgendwann zu uns. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ne? Wir sind an seiner Seite und wir stellen uns darauf ein oder wir sind darauf eingestellt, mit ihm ein wunderschönes, tolles Leben zu führen. Und das funktioniert. Das funktioniert. Und wenn nicht, gibt es andere Möglichkeiten. Aber jetzt ist es so und wir sehen das eigentlich optimistisch. Und das solltet ihr auch. Und der Tommy gibt uns so viele Sachen zurück. Der gibt uns so viel Liebe. Der wird immer schmusebedürftiger. Ne? Der kommt von selber jeden Tag und will drücken und knuddeln und küssen und massiert werden. Der isst alles. Es gibt nichts, was der Tommy nicht isst. Gar nichts. Er isst alles, was man den hinstellt, isst er. Sein Betreuer in der Schule sagt, den hol ich 3-mal nach. Ne? Da ist den anderen Kindern das Essen weg. Ja, da kommt wahrscheinlich gerade in die Pubertät, ne, der hat einen Wachstumsschub, der nimmt auch nicht zu, der wird nur größer. Ne? Aber ist es so, ist doch schön. Ja, und so solltet ihr auch denken. Habt keine Angst vor der Zukunft. Es wird nur besser, da bin ich mir ganz sicher. Und besser wird es nur, wenn ihr euren Kindern Sicherheit gebt, wenn sie sich bei euch wohlfühlen können. Und wohlfühlen können sie sich, wenn sie ihr Leben leben können, wie sie sich das vorstellen. Nicht wie wir uns das vorstellen, sondern wie sie sich das vorstellen. Das müssen wir natürlich in Grenzen halten, dass nichts passiert, ne? Dass andere nicht gestört werden. Aber dann wird das alles gut. Und jetzt möchte ich natürlich die letzte Zeit noch dazu nutzen, zwei Leute zu erwähnen. Zwei Leute, die seit Anfang an mehr oder weniger dabei sind und die so viel Input geben, die so viel, ja, die jedes Mal kommentieren, auch wenn es vielleicht nicht so das Thema ist, aber trotzdem ihren Kommentar abgeben, sich bedanken, sich erfreuen. Und ja, das finden wir toll, dafür machen wir das und das sollte heute einfach mal erwähnt werden. Und da möchte ich als allererstes mal, ich hoffe, ich spreche es wieder richtig aus, Kim vom Hof 54 danken. Kim, also, wenn das überhaupt dein Name ist, das sind so ausführliche Bewertung oder Kommentare deiner Eindrücke, die uns wirklich, die wir auch gemeinsam lesen, die uns erfreuen, die wir meistens gar nicht so ausführlich beantworten können, weil wir immer denken, ach, wir sagen das dann irgendwann im Video, das ist besser als schreiben, aber das freut uns wirklich sehr, dass du uns so die Stange hältst, dass du jedes Mal uns so zum Schmunzeln bringst und deine eigenen Erfahrungen da einbringst. Ja, also tausend Dank, schön, dass du dabei bist und wir freuen uns noch auf viel, viel mehr von dir. Ne? Und die nächste Person, ach, wir haben eigentlich noch einen zweiten Kanal, wo es um Kochen ging. Ne?
das war eher mein Kanal. Und da hat unser Gartennachbar, ne, der hat auch einen YouTube-Kanal, und da war die liebe schwarze Taste. Und da wir manchmal zusammen Video gemacht haben, hat sie sich überlegt, die wechselt auch zu meinem YouTube-Kanal, wo ich noch gekocht habe, und ist jetzt auch hier dabei. Ne? Und die schwarze Taste guckt auch jedes Video an und ja, gibt uns so viel Aufmerksamkeit. Fragt manchmal auch kritisch nach, aber das finden wir ja toll. Ne? Und dafür möchten wir auch mal Danke sagen. Ne? Schwarze Taste, vielen Dank. Halt nicht nur uns weiterhin die Stellung oder die Stange, sondern auch unseren lieben Steffen. Ne? Wir werden ihn wirklich sehr vermissen. Natürlich werden wir ihn besuchen. Aber ich sag dir jetzt mal offiziell, der macht mein Gewächshaus dieses Jahr. Ja, also Freunde, in diesem Sinne soll es das heute für Klartext gewesen sein. Das Thema Zukunft, was wir darüber denken, wurde von einigen gefragt, ob wir das mal ansprechen können. Ich hoffe, es ist nicht ganz zu kurz gekommen. Wir sind leider im Umzugsstress gerade. Ne? Ich mache das hier so nebenbei, nicht mit vollster Konzentration. Wir ziehen um, nächste Woche soll es abgeschlossen sein. Und dann gibt es wieder mehr Content. Ne? Macht's gut, liebe Freunde.